sind hier also wieder an einer Strecke, die berühmt ist für beeindruckende Bilder und spannende Kämpfe um Ruhm und Ehre. Mal sehen, wer heute beim Großen Preis von Bahrain im Rampenlicht stehen wird. Die Formel 1 kehrt heute zu dieser spektakulären Strecke mit 5,4 Kilometer Länge mitten in der Wüste zurück. Es könnte uns ein strategisches Rennen in Sakhir erwarten, denn hier leiden erfahrungsgemäß die Hinterreifen extrem. Es wird also darauf ankommen, wie die Fahrer ihre Reifen managen können. Wie gewöhnlich darf ich heute Stefan Römer an meiner Seite begrüßen. Warum sprechen wir für den Einstieg nicht gleich mal über Valtteri Bottas? Der Sieg beim letzten Rennen war wirklich großartig. Ob Sie das an diesem Wochenende wiederholen können? Es ist selbstverständlich immer schön, wenn man das Grand Prix-Wochenende mit einer guten Platzierung beginnt. Aber die eigenen Erwartungen basieren meist auf den Trainings- und Qualifying-Fahrten. Hoffen wir also, dass Sie sich den Schwung aus diesen beiden Sessions bewahren, wenn Sie sich dem heutigen Rennen stellen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Vettel, Leclerc, Max Verstappen und Albon, Ricciardo, Sainz Jr., Perez und Lando Norris. Stroll, der Witzbold, Pierre Gasly und Ocon. Quert, Raikkonen, Mick Schumacher und Kevin Magnussen. Giovinazzi, Grosjean, Russell und Nicolas Latifi. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Ja, und damit recht herzlich willkommen, meine Spezi-Freunde, zum Rennen, zum großen Preis von Bahrain. Ja, wir sind auf Position 12. Wer das Qualifying nicht gesehen hat, schaut es euch an. Chaos des Todes, aber super. Position 12, ohne groß angespannt zu sein, dachte ich mir so, starten wir mal auf den harten, also auf dem Medium-Reifen. Wir bearbeiten mal kurz die Strategie und werden dann sozusagen in der siebten Runde so ungefähr in der achten Runde zum Stop gehen und werden dann soft drauf ziehen. Das ist so ungefähr der Plan. So, vielleicht der einzige Weg, dass wir irgendwie da noch Top 10 unterwegs sein könnten. Was uns zum Verhängnis werden könnte, ist das Wetter, sollte aber eigentlich klar bleiben. Aber man weiß ja nie. Und des Weiteren könnte es sein, dass die Leistung unserer Boliden einfach nicht mitmacht, ne? Genau. Von irgendwelchen Rennunfällen oder sowas möchte ich gar nicht quatschen, deswegen würde ich mal sagen, wir starten gemütlich in die Einführungsrunde. Nutzen wir diese Runde, um das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Wir sehen uns das Getriebe an, also versuche so oft wie möglich zu schalten. Ja, also Getriebe wird angeschaut. Natürlich können wir oft genug schalten. Aber des Weiteren ist natürlich unter MFA jetzt sehr, sehr wichtig. Um die 90 Grad rum sollten die Reifen haben. 85 Grad würden auch gehen, die sind vorgeheizt, aber sie dürfen nicht zu kalt werden. Ja, vor uns steht Stroll und hinter uns Gasly. Bin gespannt, was der Racing Point, aber auch der Toro Rosso, oder? Heißt es überhaupt noch Toro Rosso? Ohne jetzt beleidigen zu wirken. Ich habe keinen Plan. Die Namen wurden ja oftmals jetzt geändert noch. Wie heißt's? Ich bin gespannt, was die auf jeden Fall für einen Druck auf mich setzen.
Die erste Kurve ist eine Rechtskurve, aber man kann hier super überholen in den ersten zwei Kurven. Denn direkt danach ist hier dann eine Linkskurve, das heißt, man kann auch außen herum überholen. Mal zu probieren zumindest. So. Halten einmal in den ersten, einmal in den zweiten, einmal in den dritten. So, und dann wird einmal hart gebremst. So. Temperatur bei allen ungefähr bei 85. Von mir aus ist das in Ordnung. Maximal 90. Da zwischendrin sollte man sich befinden. Und ich hoffe, dieses Rennen wird besser als das letzte. Direkt vor uns Norris. Ich weiß gar nicht, welche Seite die schmutzige Seite hier ist. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Gedulde dich und. Normalerweise hier die rechte. So, meine Damen und Herren, wir sind bereit. 3, 2, 1, der große Preis von Bahrain startet. Jetzt. Ja, nicht so ein guter Start von mir. Aber auch nicht zu viel verloren. Wir gehen relativ rein. Wir machen einfach mal den Arschloch, Formel 1 Spieler. Und haben eine Verwarnung. Aber egal, wir sind auf der 9. Position. Ich wollte niemanden berühren. Sage ich euch ehrlich. Ich wollte nur ein paar Plätze. Alles Auslegungssache. So, wir fahren immer noch mit Mediums. Reifen sind kalt, merkt man. Und ich bin so gespannt. Lass uns die erste Runde voll ausnutzen. Was uns hier erwartet. Bahrain startet schon mal besser als Australien. Aber ihr wisst, 14 Runden sind sehr, sehr lang. Kein ERS mehr, somit zieht auch dann hier schon mal der Perez ein bisschen weg. Aber bis jetzt schlagen wir uns gut. Erste Runde, Position 9, erste Runde von Lewis Hamilton auf Platz 1 mit der 1,32 sozusagen als schnellste Runde. Wir sind 1. Okay, du bist in den Top 10. Er bremst uns aus. Das war gebremstestet. Habt ihr das gesehen? Er hat einfach uns gebremst, runtergebremst wie die letzten Assis. Was ein Arsch. Den holen wir uns, Jungs, den holen wir uns. Wir dürfen nicht vergessen, wir fahren noch mit Medium. Immer noch. Ja, bereits gesagt. Und die anderen alle mit Soft. Ich wurde geboxt. Berührung von hinten. Aber ich lasse mir das nicht bieten. Das lasse ich mir nicht gefallen. Hat der mich meint, er muss hier hinten mich anboxen. Oh, da bin ich wieder raus. Aber da kam nochmal so ein kleiner Stupser. Ich glaube, Quert ist wieder randalesüchtig. Wer denkt dran, deine Formel 1 Karriere war anders gut. Sorry mal, dass es vorbei ist, weil wir Norris hinter uns haben. Der McLaren ist relativ stark auf der langen Gerade. Nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone liegst. Somit hoffen wir einfach mal, dass wir raus aus DRS fahren können. Für den Norris. Aber das sieht noch nicht so aus. Sonst machen wir dem sein Fahrzeug nur schneller. Oh, vierter Gang wollte ich nicht.
Und wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir ein bisschen Luft bekommen. Entweder wir schließen jetzt auf oder wir gehen jetzt hier mal auf Standard zurück. Denn, A, Sprit sparend. Und B, haben wir sonst das Problem, dass unser Reifenvorteil sozusagen zu Ende geht, bevor er eigentlich angefangen hat. Oh, da sind wir ein bisschen zu weit auf den Körper gekommen. Ich erinnere mich ans Qualifying. Lassen wir mal lieber. Und Norris ganz dicht hinter mir dran. Der nuckelt schon an dem Auspuff. Ich ERS hier voller Einsatz. ERS einmal verschalten. Er geht außen herum. Wir bleiben aber innen. Bremsen spät. Erster Gang. Und machen hier dicht. Und wir fahren hier Kampflinie wie der letzte Asozialer, ne? Natürlich nicht so oft die Seite wechseln. Das dürfen wir da ja nicht. Aber wir verlieren Zeit. Wir verlieren Zeit auf Stroll und Perez. Auf die Konkurrenz. Ah, da ist der ERS-Einsatz kurz gekommen. Den hat man gleich mal gemerkt. Und das ist natürlich suboptimal, ne? Die Jungs da vorne fahren ihr alleiniges Rennen gerade. Und ich kämpfe mir hier mit zwei McLarens ab. Norris und Sainz haben jetzt auch Positionen getauscht. Bestimmt Team Order, weil Sainz schneller unterwegs war. Und ich darf nicht meine Reifen aufbrauchen. Zu früh gebremst, aber ich komme dafür schön raus. ERS-Einsatz ist da, Sainz ist natürlich hinter mir auch und denkt sich nur gerade so, Bruder, was los? Aber ja, der McLaren auf der langen... Vielleicht macht er einen Fehler. Auf der langen Gerade ist eine andere Hausnummer. Allgemein McLaren, sehr starkes Team auch diese Saison. Und da bin ich schon weggerutscht. Man merkt, der Reifen gibt auf. Und da werde ich rumgeboxt. Ist da etwa ein Unfall? Okay, alles klar. Virtuelles Safety Car auf der Strecke. Oh mein Gott. Langsamer werden und positives Delta beibehalten. Virtuelles Safety Car auf der Strecke. Alles klar. Einmal schnell mager. Virtuelles Safety Car finde ich nicht so gut. Ich hätte mich jetzt über normales Safety Car gefreut. Okay, langsamer werden, langsamer werden. Delta ist negativ, du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Ich war mit virtuellen Safety Car mal wieder gefahren. VSC endet, gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Alles klar. VSC endet, wir gehen weiter. Ja, Norris ist da anscheinend noch ein bisschen anders abgeflogen. Aber die Stewards untersuchen zumindest noch nichts. Das ist schon mal sehr positiv. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. So, Schumacher ist in der Box. Ich will natürlich jetzt Sainz auch nicht zu weit wegfahren lassen. Deswegen ERS-Einsatz sehr wichtig. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,9 Sekunden.
Und da wir jetzt auch im Sandwich von den McLaren sind, ne, die können jetzt ihre Boxenstopp-Strategie so einteilen, wie sie wollen. Und gegen mich fahren. Ist ja ohne Probleme machbar. Also wer macht den Overcut, wer macht den Undercut? Ich vermute mal, Norris geht als erstes in die Box. Nee, Sainz geht als erstes. Gut. Heißt jetzt für uns, wir geben Gas. Und probieren jetzt einfach mal Gas zu geben, ohne irgendwelche Fehler zu machen. Man rutscht jetzt schon langsam mit den Mediums. Der Wagen hinter dir ist für Mediums in die Box gefahren. Wagen hinter dir jetzt auf Mediums. Ja, Hamilton direkt hinter uns. Aber auch in dem Hamilton schenke ich keinen Platz. Weil man weiß ja nie, was jetzt noch passiert. Wenn ich jetzt einen Safety Car bekomme, dann sieht meine Platzierung ganz anders aus. So. Ah, der freut sich auch über den DRS. Da war dieses andere Platz machen. Box, Box. So. Diese Runde rein. Wir fahren in die Box. Und wir sind zurzeit Zweiter. Jetzt ein Safety Car wäre halt Traum. Und mir ist natürlich klar, dass wir jetzt hier nicht im Hamilton irgendwie eine Konkurrenz machen. Also sicherlich nicht. Ich bin vorhin im Zeitfahren mal nochmals den Mercedes hier gefahren. Dann fährst du halt eine ganz andere Zeit. Also in so einem Mein Team Racer aktuell. Und ich muss euch sagen, es ist anstrengend. Es ist hier gerade echt anstrengend, mit den Reifen doch ein bisschen zu fahren. Sie verlieren an Grip. Und trotzdem willst du noch das meiste rausholen. Denn wir gehen jetzt in die Box. Und du merkst hier, du kannst hier nicht mehr Vollgas fahren. Geht der Gang. Sei vorsichtig, wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. So, wir gehen jetzt auf Standard. So. Und dann darf jetzt nicht schief gehen. Ja, 60 in die Box. Wir sind relativ weit hinten. Reicht es für die Pinken? Ah, ich hab's verkackt. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. So, wir starten nach dem Stopp als Elfter. Ist okay. Sagte ja am Anfang, wenn wir Zehnter mithalten würden, da irgendwie mitmischen durch die Reifenstrategie,
Dann wäre das schon sehr geil. Ah, die Reifen sind noch nicht ganz warm. Aber kein Problem. Ja, 8 Sekunden hinter Sainz. Der Boxenstopp war jetzt auch nicht perfekt. Aber wir haben jetzt weiche Reifen drauf und die darf ich mir jetzt nicht kaputt fahren. So, da wird mal fett gefahren. Und dann schauen wir mal, was die Reifen denn so können. Also Vorsprung rausfahren auf jeden Fall. Wir sind leider noch nicht in Sichtweite. Sonst würde das ganz anders hier ausgehen. Denn ich bin so ein Psycho. Wenn ich den Gegner sehe, dann jage ich ihn. Dann fliege ich. Fliegen wie eine Hornisse, Alter. So, eine Sekunde haben wir schon eingeholt. Ich hoffe auch, dass die da vorne ein bisschen fighten. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 21,0 Sekunden. Wäre ja perfekt, wenn die da vorne sich noch irgendwie kloppen würden. Wenn der 10. Platz wäre ja schon wichtig. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 6,6 Sekunden. Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ich bin ein Flugzeug, ich fliege hier durch, Alter. Spezi-R Express, Alter. Ich komme. Standen wir jetzt gerade ein bisschen schief. Das kostet natürlich Zeit. Gemisch kommen auch klar. Ein Spritsparmodus oder so, da will ich nicht reinrutschen. Sekunden. Also ich fühle schon langsam, dass ich immer mehr fliegen lasse. Und da habe ich zu viel fliegen lassen. Dass ich die Karre einfach mal quergestellt habe. So. Aber alles gut. Gleich reagiert. Und diesmal passiert kein Unfall. Ich habe aus Australien gelernt. Einfach Gas geben, weiterfahren, fertig. Nicht groß schnacken.
Kopf in Wasser und Nacken oder so. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, also die 3 Sekunden hinter uns, die halt man. Aber der verschissene McLaren. Der ist aktuell noch Endgegner. Ich bin mal gespannt, jetzt forschen wir ja das erste Mal. Was das? Momentan fährt der Wagen hinter dir jede Runde etwa 1 Sekunde schneller. Schauen wir mal, was nach der Forschung sozusagen passiert. Aber ich denke, Position 11 soll es sein. Dann lasst uns jetzt lieber sicher den Platz nach Hause fahren. Ich habe hier meine Chance weggeschmissen. Leider. Aber man muss sagen, immerhin kommen wir ins Ziel bis jetzt. Und somit war das ein schlechtes, aber doch besseres Rennwochenende. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 8,8 Sekunden. Also das letzte. Wo wir gar nicht ins Ziel kamen. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ich überlege, Perez fährt mit hart. Also, da hätten wir auf jeden Fall noch mehr Lärm machen können. Und ich wiederhole nochmal an alle, die sagen, ja, warum bist du jetzt nicht 10. geworden oder nicht 1. Wir spielen hier auf 80, das sozusagen an Schwierigkeitsstufe Experte ist. Und da hätte ich jetzt die 2 Runden hier reinpushen können. Aber ich fahre jetzt lieber sicher die 2 Runden voll heim. Anstatt das jetzt zu riskieren. Benzinplanziel ist plus 1. Schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar. Und wenn man sieht, wie der Quert noch hier angeschossen kommt hinter mir, sieht man, dass ich jetzt hier gerade echt auf Sparmodus fahre. Und hier einmal das Feuerwerk auch für uns. Wir haben es geschafft, wir sind 11. Sehr, sehr cool. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé. Ja. Das ist doch gar nicht mal so befeuert. Puh. Eine erstaunliche Teamleistung hat hier in der Wüste zum Sieg geführt. Ja, Glückwunsch an den Toto. Sag mir, Stefan, ah, Digga, der Helm, Alter. Ganz schwierig, aber das war ein echter Lewis fucking Hamilton, Alter. Kann alles tragen. Solide Strategie, die gut an die Bedingungen der Strecke angepasst. Oder? War doch Hamilton. Der Fahrer hat alles getan, was oder war das Bottas? Wurde, um den Plan des Teams perfekt umzusetzen. Ein glänzendes Beispiel dafür, dass das hier ein echter Teamsport ist. Perez auch, mit Hart sogar, 9. Platz. Wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist ja, Hamilton. Großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Sehr, sehr schick. Glückwunsch an Mercedes. Aber eure Karre ist auch abnormal. Ja. Spezi Racing sagt danke fürs Zuschauen. Danke für die Unterstützung des Wochenendes wieder. Wir sehen uns
in alter Frische nächstes Wochenende am Samstag wieder zum nächsten Grand Prix, zum nächsten Qualifying. Wahrscheinlich in der Woche jetzt, in dieser Woche auf gemütlich noch eine schauen wir uns kurz an, wie sich die entspannte Trainingssession oder so, wo ihr auch jederzeit mitspielen könnt auf Twitch. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Für mich ist es Lewis Hamilton. Der Mick Schumacher. Meister mag an letzter. Eine langweilige Wahl sein, aber man kann das ist nicht, nicht gut, dass er den Titel aber naja, das Team geht in die richtige Richtung. Ich hoffe, ich muss jetzt die Schwierigkeit nicht höher machen. Ein toller Tag. Und Sie darüber. Sie schienen das Auto wirklich voll unter Kontrolle zu haben. Ihr Team ist sicher begeistert. Ja, das war für die Fans. Ich bitte immer eine gute Show. Ohne mein Team hinter mir hätte ich dann nicht geschafft. So. Das war heute nicht das sauberste Rennen, oder? Wir fahren auf einem sehr hohen Niveau, da passiert so etwas einfach. Ich weiß nicht genau, was da draußen passiert ist, um ehrlich zu sein. Ja. Klasse, das war dann alles. Ich weiß nicht, was, warum da ein virtuelles Safety Car war, warum im Start wir da mal kurz 2-3 Positionen plus gemacht haben. Das ist der Stand der Dinge. Ja. Wir haben ein bisschen Zuwachs bekommen. Anerkennung. Geld. So muss das schön sein. In diesem Sinne, Guys. Bis nächste Woche. Oder bis Montag. Oder bis Mittwoch, Freitag. Wann auch immer ihr am Start seid. Wir sehen uns. Wir hören uns. Bis dahin. Haut's rein. Spezi hoch. Und Prost.